Eine mächtige Sprach- und Gesinnungspolizei hat es dahin gebracht, dass die Grenzen, innerhalb derer wir politisch korrekt denken, schreiben und reden dürfen, immer enger gezogen werden. Technisch versiert und wissenschaftlich angeleitet tun sie dieselbe Art, die früher der Zensor zu erledigen hatte. Gewiss, eine Zensur findet nicht statt, so steht es ja im Grundgesetz. Doch eine Zensur ist ja gar nicht mehr nötig, wenn man die Sprache so gestaltet, dass sich vieles von dem, was man sagen will, gar nicht mehr sagen lässt. In dieser Kunst der Sprachverarmung hat es die moderne Gedankenpolizei weit gebracht. Sie hat aus der Vergewaltigung eine Beziehungstat, aus dem Straftäter einen politischen Aktivisten und aus dem Schmarotzer einen Schutzbefohlen, aus dem Krieg eine humanitäre Intervention, ja, und aus dem Ladendieb einen unconventional Shopper gemacht.